Ich glaube, viele kennen diesen Ort hier, Back to the Roots. Wir sind wieder da, wo alles auf diesem Channel angefangen hat, wo das erste Projektauto fertig gebaut wurde. Wir machen hier jetzt ein Video, weil hier habe ich Ruhe. Hier stört niemand, sage ich mal. In der Halle ist halt kein Platz, um die zwei Autos reinzustellen. Deswegen machen wir es draußen. Und vor allem, das ist der zweite Tag mit Sonnenschein. Den muss man nutzen. Ein bisschen Vitamine tanken. Alle haben bessere Laune direkt. Das ist schon schön. Auf jeden Fall. Viele kennen das Auto ja. Das gehört der Kamerafrau, die dahinter steht. Das Auto hat 28.000 Euro damals gekostet mit 72.000 Kilometern auf der Uhr. Der hat inzwischen runter 92.000 hat er jetzt runter. Roundabout würde ich sagen, kostet das Auto 26.000 Euro jetzt noch. Vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Je nachdem, was du alles umgebaut haben willst. Der hat einen Grill, der ist tiefer, der ist lauter und, ne? Der hat schon die... Ich weiß gar nicht, sind das original TT-Felgen oder TTS? Weiß ich immer noch nicht. Auf jeden Fall sind die auch nicht so billig. Deswegen auch Musikanlage. Sagen, Musikanlage ist noch zusätzlich, deswegen war das teurer. Genau, Subwoofer hat sie da noch drin, so ein paar Boxen nachgerüstet. Also sagen wir einfach 27 Scheine, 26,5, irgendwie über den Daumen, ne? So, dieses Auto, TTRS 2,5 Liter gegen 2 Liter. Wir machen so einen kleinen Preisvergleich, was kannst du kriegen? Ist natürlich nicht das gleiche Geld am Ende des Tages, muss jeder für sich entscheiden, aber du kannst für ein bisschen mehr Geld viel mehr bekommen, vielleicht. Muss man, ja okay, was heißt viel mehr? Du hast dann statt 2 Liter 2,5, ansonsten ist das hier eigentlich das gleiche Auto, ne? Ja okay, Getriebe ist noch anders, so ein bisschen Heckspoiler, Stoßstange, aber muss jeder für sich wissen, ob das gerechtfertigt ist, dem Preis gegenüber, ne? Ich werde euch jetzt mal zeigen, was das alles so im Einzelnen gekostet hat, was das Auto am Ende gekostet hat. Und da müsst ihr überlegen, was würdet ihr nehmen? Den hier für den Preis oder den TT? Ich wollte schon sagen TTS, meine Fresse, ich komme ganz halt durcheinander. Oder den TT für 27 Scheine. Wir fangen erstmal an mit dem Innenraum vom Auto. Da haben wir, glaube ich, auch direkt mit angefangen. Das ist das Erste, was wir so gemacht haben. Wir mussten neues Armaturenbrett reinbauen. Wir mussten neue, nicht wir, neue Airbags mussten rein, Gurtstraffer musste rein und. Das Ganze hat gekostet mit den Airbags, also mit den Gardinen hier vorne, 1000 Euro. Das ist ein polnischer Preis. Kriegst du in Deutschland so wahrscheinlich nicht so schnell. So, die Motorhaube hier hat gekostet 300 Euro. Das ist eigentlich, okay, es ist eine TT-baugleiche Motorhaube, deswegen war die auch so günstig, weil die gibt es auf jedem TT zu haben. Der Kotflügel ebenfalls, ist jetzt kein RS irgendwie Special oder sonstiges, nicht breiter, Material das gleiche. Der hat nur 150 Euro gekostet, hat hier eine kleine Macke, die man noch, die Alex versucht wegzupolieren später. So, dann die Stoßstange, die war extrem teuer. Da haben die Leute gedacht, oh, RS-Stoßstange gibt es nur für das Auto, wir hauen den Preis mal direkt nach oben. Die hat gekostet mit Anbauteilen, versteht sich, der Grill kostet allein schon bei Audi 900 Euro, 2000 Euro. Aber die musste nicht lackiert werden. Ne? Kotflügel wurde nicht lackiert. Stoßstange wurde nicht lackiert, nur die Haube und der Träger. Und die A-Säule wurde hier anlackiert. Ne? Und die Farbe passt nicht schlecht, muss ich sagen. Dafür bin ich sehr zufrieden. Der hat hier so ein, zwei Manken, wie unter anderem hier was. Aber das sind halt normale Gebrauchsspuren, würde ich das jetzt nennen. So, der Längsträger hier vorne. Der Längsträger hier vorne, vermute ich zumindest, dass es der ist, laut seiner Liste, hat 120 Euro gekostet. Ich muss sagen, das ist ziemlich teuer für so ein kleines Stück. Ich hätte das billiger erwartet. So, der Schlossträger, der hier vorne ist, der hat 100 Euro gekostet. War auch einer der wenigen, die es überhaupt gab zu verkaufen für, ich glaube, ne, für 100 Euro, aber in Polen. Ne? Weil in Deutschland hast du wieder keinen gefunden. So, Zusatzwasserkühler. Wir haben ja zwei Zusatzkühler. Wir haben hier in der Mitte einen, wie beim Golf 7R. Hier links einen und rechts. Ne, hier links und da rechts einen. So, der Zusatzwasserkühler mit der Halterung hat gekostet 200 Euro. War, ich glaube, das war ein Neuteil. Oder von einem Auto, was auf jeden Fall ganz wenig gelaufen hatte. So, wo machen wir weiter? Der Scheinwerfer. Der Scheinwerfer war human, muss ich sagen. Also ich hätte sogar vielleicht mit einem bisschen mehr gerechnet. Der war 850 Euro. Ich weiß jetzt nicht, ob mit Steuergeräten oder komplett nackig. Keine Ahnung. Muss ich Alex nochmal fragen. Die Halterung für das gute Ding hat nochmal 50 Euro gekostet. Das ganze Lackieren, ich glaube, Alex hat gesagt, roundabout 500 Euro hat er dafür bezahlt. So, die Achse. Hier an der Achse haben wir ja wirklich fast alles neu gemacht. Ne? Dreieckslenker, Spurstange,
Koppelstange ist neu, die Antriebswelle ist neu, nur der Stoßdämpfer ist wirklich alt geblieben, ansonsten ist hier einmal alles gemacht. Dafür haben wir bezahlt mit Vermessen, muss ich verstehen, also Spur einstellen plus Kamera kalibrieren, roundabout 800 Euro. Die Scheibe hier oben hat 250 Euro gekostet, die war sehr, sehr günstig, weil ich glaube, das ist keine beheizbare Scheibe deswegen. Weil wenn du eine beheizbare hast, dann kosten die ganz schnell 500, 600, 700 Euro. So, wo machen wir weiter? Der Schweller, den hat Alex zu Hause schon liegen, dafür hat er bezahlt 250 Euro. So, dann kommt noch der Schweller-Montagesatz dazu, da sind die dummen Clips hier, die sind einmalig. Also wenn du das abbaust, dann sind die eigentlich immer Schrott. Das ist richtig traurig. Der kostet 75 Euro pro Seite. Ihr müsst euch überlegen, wenn ihr die Schwelle abnimmt und montieren wollt, dann bezahlt ihr 150 Euro, wenn ihr Clips von Audi kaufen wollt. Das ist irgendwie traurig. Nur für Clips 150 Euro dazulassen. So, das ganze Auto hat dann ungefähr gekostet, ich würde sagen 37.000 Euro. Das Auto ist natürlich noch nicht ganz fertig. Hier fehlen noch ein paar Sachen. Ich würde sagen, so, ja, was fehlt da denn noch? Der Schweller fehlt, den hat er gekauft. Clips für den Schweller. Der hat das gleiche Problem wie meine Autos. Airbag-Steuergerät natürlich ist wieder so eine kleine Baustelle. PDC funktioniert noch nicht ganz. Ich sag mal, ungefähr 500 Euro werden hier bestimmt noch reinfließen für Arbeiten, die er jetzt zu Hause noch machen wird. Also sagen wir, das Auto hat gekostet 37,5. 37.500 Euro. 37,5 gegen, was habe ich gesagt? 26,5. Ja, sagen wir 27,5. Das heißt, ungefähr 10.000 Euro liegen zwischen diesen zwei Autos. Das Auto hat gelaufen 108.000. Das Auto hat gelaufen 91.000. Ne? Sind auch immerhin 15.000, fast 20.000 Kilometer Unterschied, die der noch weniger hat. Könnt ihr mal drunter schreiben, was würdet ihr kaufen? Ich muss sagen, ich würde gar nichts mehr kaufen. Ich würde Skyline kaufen, aber ist ja... Ich mag kaufen, ne? ja, das ist das letzte Mal, dass ihr das Auto jetzt gesehen habt. Die Probefahrt haben wir im letzten Video so ein bisschen gemacht. Das hat eigentlich auch gereicht. Das Auto geht gleich jetzt noch nach Hannover, weil das ist der letzte Tag, wo diese Kurzzeitkennzeichen jetzt da noch gültig sind. Und dann wird Alex vielleicht irgendwann mit einem neuen Projekt kommen. Der hat schon Pläne geschmiedet irgendwie, dass er wohl ein RS4 gerne haben möchte. Den neuen B9 mit 2,9 Liter. Die Motoren mag ich gar nicht. Also richtig Luftpumpe, was die Motoren angeht. Das Auto selbst ist aber sehr schön. Kann man nichts zu sagen. Aber das lohnt sich natürlich nur, wenn ihr das alles selber macht. Ne? Oder fast alles selber macht. Würdet ihr das jetzt abgeben, dann wird das wieder ganz anders aussehen. Deswegen muss jeder selbst wissen, wie handwerklich begabt er ist oder wie viel Schrauben er kann, was er sich zutraut natürlich, das ist immer so eine Frage, ne? Ich überrede sie ja immer noch, dass wir ihren TT verkaufen. Nein. Und einen verunfallten Porsche Macan. Nein. Wieso? Ist so geil. Nein. Du willst doch mal so Range Rover Mami sein. Ja, nee, TT vorher reicht. Naja, ich hätte gesagt, wir beenden das Video jetzt hier. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Tag, so wie ich mit dieser Sonne hier. Gleich filme ich das Golf 7R Kostenvideo. Das wird wahrscheinlich nächste Woche kommen. Und dann weiß ich nicht. Bis dahin habt ihr erstmal drei Videos oder so gesehen. Das Golf 7R Kostenvideo wird leider um einiges höher als das hier. War natürlich auch ein ganz anderer Schaden. Viel, viel mehr kaputt gewesen und, und. Ich hatte gesagt, habt noch einen schönen Sonntag und wir sehen uns nächste Woche Sonntag mit einem neuen Video. Das war's, TT. Das letzte Mal, dass ihr das Auto sehen werdet.